Ebola bringt die Kacke zum Dampfen und Putin spielt mit dem Feuer. Ich bin Marty und das ist der Was geht ab Flashback. Am Montag haben wir darüber berichtet, dass die japanische Regierung angeboten hat, ein noch nicht freigegebenes Medikament gegen Ebola zur Verfügung zu stellen. Die Ärzte könnten das Medikament mit dem Namen T705 anfordern, auch wenn die Weltgesundheitsorganisation WHO noch keine Entscheidung über die Zulassung gefällt hat. Seit März diesen Jahres sind bereits über 1400 Menschen an Ebola gestorben. Die meisten von euch waren dafür, dass das Medikament verwendet wird, obwohl es noch nicht zugelassen ist. Für Gargamis 100 und ist das eine Sache der Wahrscheinlichkeit, weil die Sterblichkeitsrate so hoch ist, kann das Medikament eigentlich nur helfen. Viele wie Baum, Jonas B., Minisch und Frogman 3355 waren der Meinung, dass die Patienten vorher gefragt werden sollten, ob sie das Medikament bekommen möchten. Nur dann sei es in Ordnung, es zu verabreichen. Scarecrow LP ist ebenfalls dafür, die Patienten vorher zu fragen. Er glaubt, dass durch einen solchen Einsatz schneller wirksame Medikamente entwickelt werden können. Auch Leono Lieber meint, dass dies ein Fortschritt für die Menschheit wäre, wenn das Medikament erfolgreich ist. Einige wenige von euch wie Elcian und Edward Kenway befürchten, dass das Virus Resistenzen entwickeln könnte, wenn ungetestete Ebola-Medikamente zum Einsatz kommen. Am Dienstag habt ihr darüber diskutiert, dass Amazon die Videostreaming-Seite Twitch gekauft hat. Für etwa 970 Millionen Dollar erwarb Amazon Twitch und tätigte damit einer seiner größten Zukäufe. Bereits im Mai gab es Gerüchte, dass Twitch von Google übernommen wird. Allerdings befürchtete Google ein Problem mit Wettbewerbshütern. Viele von euch fragen sich, warum Amazon Twitch gekauft hat, weil die beiden Firmen auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Gameplay fragt, soll man sich jetzt einen Twitch-Account bei Amazon kaufen? Gzzz und Martay wollen wissen, was will Amazon mit Twitch? Und MiPM wundert sich, wie will Amazon Twitch integrieren? Theo will Let's Plays, ist gespannt, was nun mit Twitch passiert und hofft, dass sich die Plattform nicht verändert. Auch Miriam Fischer will nicht, dass sich an Twitch etwas ändert. Tifku befürchtet, dass der Amazon-Kauf nicht gut für Twitch ist. Dem widerspricht Mooncalf96 und schreibt, Amazon will in die Gaming-Branche einsteigen. Deshalb werden sie Twitch nicht völlig verändern, sondern die Plattform eher unterstützen. Leo Tro weist darauf hin, dass Amazon große Server hat, die sich gut für schnelle Streams eignen und glaubt deshalb nicht daran, dass Amazon viel ändern wird. Am Mittwoch war Ebola wieder ein heiß diskutiertes Thema, weil zum ersten Mal ein Infizierter nach Deutschland gebracht wurde. Heute ist der erste Ebola-Patient in Deutschland eingetroffen. Mit einem Spezialjet wurde er nach Hamburg gebracht. Dort hat ihn ein Isolierrettungswagen der Feuerwehr übernommen. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen WHO-Mitarbeiter aus dem Senegal. Er soll im Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf behandelt werden. Ihr wart euch uneinig, ob es klug ist, einen Infizierten nach Europa zu holen. Paul Hightech findet es dumm, einen Ebola-Infizierten einzufliegen, weil man so das Risiko eingeht, dass das Virus sich auch hier verbreitet. Das sieht auch Marv.de so. Ihm macht Ebola langsam Angst. Kaan gibt ebenfalls zu, dass er ein mulmiges Gefühl hat, zumal er sich selbst gerade in Hamburg aufhält. Er weiß zwar, dass die Chancen gegen Null gehen, dass das Virus sich hier tatsächlich ausbreitet, aber er weiß auch, wenn nur ein klitzekleiner Fehler passiert, dann ist Ebola nicht mehr zu stoppen. Tomek Wojdala schlägt vor, dass jedes Jahr ein Land bestimmt werden sollte, das Infizierte mit hochansteckenden Krankheiten aufnehmen muss. Somit würden die Infizierten an einer Stelle gesammelt und nicht auf der ganzen Welt verteilt werden. Und das Land, das dann dran ist, hat eben Pech gehabt. The Original Seba Crush glaubt, dass Ebola so oder so sehr schnell nach Europa kommen kann. Durch die Flüchtlinge, die in Strömen an Italiens Küste landen. Und dann ist seiner Meinung nach die Kacke so richtig am Dampfen. Das bereitet auch Flo Giga Sorgen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und meint, dass das Virus noch mutiert und rezessiv wird. Roman Schwarz findet es richtig, dass der Infizierte nach Deutschland gebracht wurde. Er meint, dass ihm die bestmögliche Versorgung zusteht. Als WHO-Mitarbeiter hat er sich schließlich selbstlos für andere eingesetzt. Key Dime meint auch, dass der WHO-Mitarbeiter ja genau weiß, was er hat und daher auch weiß, wie er sich verhalten muss und was er auf keinen Fall machen darf. Darum glaubt Key Dime auch nicht, dass sich das Virus in Deutschland ausbreiten wird. Dark Ray sieht darin die Chance, das Virus zu erforschen und ein Heilmittel zu entwickeln. Da die Hygiene in Deutschland wesentlich besser ist als in den betroffenen Ländern, glaubt er nicht, dass es sich hier verbreiten kann. Legday Skipper und Ruslan Du sind optimistisch. Sie haben Vertrauen in die deutschen Ärzte und ihre Fähigkeiten. Am Donnerstag haben wir berichtet, dass die Ukraine behauptet, Russland hätte erneut Soldaten über die Grenze geschickt. Die Ukraine und die USA werfen Russland ein weiteres Vordringen und damit eine erneute Einmischung in den Konflikt in der Ukraine vor. Russische Truppen mit gepanzerten Fahrzeugen wurden 50 Kilometer hinter der Grenze auf ukrainischem Boden gesichtet. Die Regierungen in Kiew und in Washington befürchten eine russische Invasion der Hafenstadt Mariupol, weil sich Russland zunehmend auf den Süden der Grenze konzentriert. Banger Boss meint, dass sich die Ukraine jeden Tag etwas Neues ausdenkt.
denkt, nur um es dann doch zu widerrufen. Außerdem findet er, dass sich die USA da raushalten sollten. Azeroth666 fragt sich, wie oft man noch eine russische Invasion befürchten möchte. Das sei langsam lächerlich. Die ukrainische Regierung solle zurücktreten und jemand an die Spitze lassen, der sich nicht für Völkermord interessiert. Fluffy Tütü meint, dass die prorussischen Separatisten doch einfach nach Russland gehen sollen, wenn sie zu Russland gehören wollen. Er, sie oder auch es kritisiert, dass Separatisten Zivilisten als menschliche Schutzschilder nutzen. iEagle sagt, dass man Russland nicht die ganze Schuld in die Schuhe schieben sollte, weil sowohl die NATO als auch die EU am Konflikt beteiligt wären. Allerdings spiele Putin mit dem Feuer. Anstatt den Rebellen zu sagen, wir wollen euch nicht, muss er unbedingt seine Macht demonstrieren. Seiner Meinung nach spielt Putin Civilization 5 im realen Leben. Kanz Keks und The Might and Mats sehen es beide als keine Lösung an, einfach in ein Land einzumarschieren. Für Kanz Keks ist das sogar eine Kriegserklärung. Stocky meint, dass sich Russland zunehmend bedrängt fühlt, weil die EU versprochen habe, ihre Grenzen nicht über Rumänien und Bulgarien hinweg auszudehnen. Da die EU jetzt mit der Ukraine liebäugelt, kennt Russland keinen Spaß mehr. The Slayer findet, dass sich alle drei Seiten wie Kinder benehmen. Die ukrainische Regierung, die prorussischen Separatisten und auch Wladimir Putin. Am Freitag hat sich der russische Präsident, wer hätte es gedacht, Wladimir Putin zum ersten Mal direkt an die prorussischen Separatisten in der Ostukraine gewandt. Auf der Webseite des Kremls erschien eine Erklärung mit der Überschrift Appell. In dieser lobt Putin die Separatisten für ihre Erfolge auf dem Weg zu Neurussland. Besonders hebt er ihren Einsatz gegen die ukrainischen Truppen hervor, da das Militär eine tödliche Gefahr für die Bevölkerung darstelle. Gleichzeitig fordert Putin aber auch, dass ein humanitärer Korridor errichtet wird. Dieser soll den eingekesselten ukrainischen Truppen helfen. So sollen unnötige Opfer vermieden und den Soldaten die Möglichkeit gegeben werden, sich mit ihren Familien wieder zu vereinigen. Putin rief die ukrainische Regierung dazu auf, ihre Militäroperation einzustellen und sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Was glaubt ihr, wie wird es zwischen Russland und der Ukraine weitergehen? Da unten sind noch zwei weitere Videos, wenn wir bei Texcalibur wären, aber sie sind eigentlich da. Hier könnt ihr Was geht ab abonnieren. Hier ist Texcalibur. Und in der Videobeschreibung sämtliche Social Media Links und mein Kanal. Ja, das war der Flashback von Was geht ab. Und ich flashe jetzt woanders hin.